praktisch. Was ist mit meiner Kamera passiert? Bethany, Mutter, Gamlin. Geht mir aus den Augen! Eure Mutter ist schon schlimm genug. Da brauche ich nicht auch noch euer Genörgel. Ich geb dir gleich Genörgel, ne? Siehst du, was ich auf dem Rücken hab? Geht mir aus den Augen! Ja, ist ja gut. Ich bin nicht mal in deinen Augen. Hui! Alles voll. Ich bin so erschrocken, Junge. Boah. Was haben wir denn? Roteisen Langklinge. Eda. Lassen wir erstmal, können wir eben noch hier einsetzen. Also wo wollten wir hin? Wir gehen mal zum MP. Codex Aktuelle, yay! Ich sehe schon, die 20. Folge wird eine Codex. Die kann ich ja nicht reden. Muss man nicht verstehen, oder? Ja, Unterstadt. Da müssen wir in die Unterstadt. Da geht man da hin. Wollen wir jetzt mal zum der Gehängte? Wir gehen mal zum Gehängten, Mann. Gucken wir mal, wie der da so abbaumelt. Jo, aber Klassiker. Wie kommen wir da hin? Keine Ahnung, gucken wir mal. Wache, was fällt? Nimm damit. Komm zusammen! Komm zusammen! Ein Rechtsklick auf den Gegner auszuführen. Ich hab gerade so einen Krampf in meinem
da oben, Junge. Alter. Okay. Dann geh aus dem Weg. Ich gehe mal davon aus, wir müssen wieder zum Unterstand zurück. Das Leben einer Wache scheint mir angenehmer zu sein als das eines Soldaten. Ja, ja. Ach, mein Bruder. Also, wir sind neulich am Garten. Kann ich dem Geld geben? Okay, nicht, okay. Mal leid. Ja, wenn das zurück in die Unterstadt. Okay. Ihr wisst doch, dass ich eine Wache bin. Warum fragt ihr? Ich meine doch, wenn ihr nicht im Dienst. Kauf mir mal ein paar Sachen. Das Wort habt ihr doch. Was habe ich ausgerüstet? Schon mal gehört, oder? Ich bin gerade nicht im Dienst. Den Beutel mit der Asche an Draste. Diese Asche, deren Echtheit. Huch. Okay. Merken nicht ihren, welche Knöpfe drücken. Bitte gehen wir wieder an, so schnell in der Story weiter zu machen, obwohl man sonst immer hier alles andere macht. Verletzungsausrüstung. Das hat sich auf Real angefühlt. Werden bitte alle etwas zurücktreten! Das hat sich auf Real angefühlt, in Dragon Age Origins alles mit Blitz zu machen, da ich einfach nicht mehr weiter konnte. Aber nein. Meine Mutter liegt in den Wehen! Das Kind kommt zu früh! Kann ihr jemand helfen? Ich sage dem Heiler Bescheid, aber. Mein Sohn ist schwer verletzt. Er ist in der verdammten Knochengrube unter einen Karren geraten. Alle der Reihe nach. Ich verspreche, dass wir Spenden bekommen werden. Und dann gibt es Lebensmittel und Arznei für euch alle. Kann ich nicht weiter anheben? Ach, ich kann hier mal in Ruhe trinken. Wir haben die Verderbnis hinter uns gelassen. Wozu braucht ihr einen Wächter? Der Heiler hat doch früher zu denen gehört, oder? Zu den Wächtern. Jetzt jedenfalls nicht mehr. Und er hat genügend zu tun, ohne dümmliche Fragen darüber zu beantworten. Wen versucht ihr zu schützen? Ihr seht doch, was unsere Leute in Kirkwall erwartet. Sie haben keine Arbeit, kein Zuhause. Die meisten können sich kaum Brot leisten. Dieser Heiler hilft ihnen und ist an Geld nicht interessiert. Er hat ihre Wunden geheilt, ihre Kinder zur Welt gebracht. Und dennoch muss er sich verstecken. Er ist ein guter Mann. Ich will ihn nicht an die verdammten Templer verlieren. Ihr meint, er ist ein Magier? Würde ich meinen Hals für einen Händler riskieren, der Bilsenkraut und Blutegel verkauft? Wir würden niemals jemanden an die Templer ausliefern, gute Frau. Er will nicht in der Galgenburg eingesperrt werden, nur weil er die Gaben einsetzt, die der Erbauer ihm geschenkt hat. Eurem Heiler droht durch mich keine Gefahr. Macht keine Versprechungen, die ihr nicht halten könnt. Wenn dieser Magier ein Abtrünniger ist, dann werden ihn die Templer finden. Kein Magier sollte wegen eines vermeintlichen Geburtsmakels verurteilt werden. Es steht mir nicht zu, ein Geheimnis daraus zu machen. Anders hat seine Dienste überaus freimütig geleistet. Die Flüchtlinge in der Dunkelstadt wissen, wer den Heiler sucht, hält nach einer brennenden Laterne Ausschau. Wenn eure Not groß genug ist,
findet ihr dort Anders. Bitte, meine Mutter! Sie soll nicht noch ein Kind verlieren. Nach einer brennenden Laterne? Ich kann meinen Bruder nicht von Bord schaffen. Die Grippe hat ihn schwer erwischt. Ich als Psychiater, meine alte Schnauze. Ich bin kein Psychotherapeut, ich bin doch nur ein Psychopath. Ja, seit der letzten Folge ist einiges an Zeit vergangen. Aber, naja, es kommt auf jeden Fall zur neuen Folge. Aber viel ist in dieser Folge nicht passiert. Aber sehen wir dann mal, wie es in der nächsten wird.